Herzfehlbildungen sind ja die häufigsten Fehlbildungen bei Neugeborenen. Das heißt, jedes 100. Baby kommt mit einem Herzfehler zur Welt. Das kann sein vom einfachen Loch im Herz bis hin zu komplexen Herzfehlern, wo einfach Teile des Herzens fehlen. Egal welchen Schwierigkeitsgrad der Herzfehler darstellt, die Sorgen und die Ängste sind immer die gleichen. Wenn man aus dem nicht-medizinischen Bereich kommt und man sieht sein eigenes Kind das erste Mal auf einer Intensivstation liegen, nach so einer großen Herzoperation, der Brustkorb ist geöffnet, das Kind ist beatmet, liegt regungslos da, also das zieht einen absolut den Boden unter den Füßen weg. Man kann sich nicht vorstellen in diesem Moment, dass man jemals gemeinsam das Krankenhaus verlassen wird. Man weiß nicht, wie die nächste Minute sein wird. Man sieht Herzfehlbildungen ja nicht wirklich den Kindern oder Jugendlichen an. Nur die Narbe am Brustkorb erinnert daran, aber die Narben in den Sälen, die zurückbleibt, die sind ja nicht sichtbar. Herzkinder Österreich ist mittlerweile eine österreichweite Organisation und Anlaufstelle für alle nicht-medizinischen Anliegen und Belange. Wir sind ein Team aus 24 Mitarbeitern in allen Bundesländern vertreten und betreuen 4000 Familien. Alle unsere Ansprechpartner in den Bundesländern sind selbst betroffene Herzeltern, weil niemand einen so gut versteht wie jemand, der selbst in der gleichen Situation war. Schöne Mama, für die. Aber im Grunde genommen passt das. Es bedarf immer einer guten medizinischen Betreuung, dass es dem Herzkind natürlich gut geht, aber es bedarf auch einer nicht-medizinischen Betreuung, dass es der Familie letztendlich auch dahinter gut geht. Und dieses Zusammenspiel ist sehr, sehr wichtig und wird auch von allen Seiten sehr positiv aufgenommen. Hallo Miriam. Ja. Bianca, das ist wie ich gegangen am Donnerstag. Unser Aufgabenbereich beginnt bereits ab Erstellung der Diagnose. Die Familien kommen auf uns zu mit Ängsten, mit Fragen und so weiter. Und wir versuchen, diese Familien hier aufzufangen, so gut es geht, und sie ein Stück des Weges zu begleiten. Und wir wissen ja aus eigener Erfahrung diese Hilflosigkeit dahinter. Das Teddyhaus hat sich als sehr wichtige und sehr wertvolle Einrichtung entwickelt bei den Herzfamilien, weil sich hier Familien gegenseitig auffangen. Es ist ein Rückzugsort, der nahe ist am Kinderherzzentrum, wo man schnell beim Kind sein kann, aber trotzdem diesen nötigen Abstand auch haben kann zum Krankenhaus. Unser Angebot ist natürlich im Laufe der Zeit gewachsen und so gibt es heute eine große Menge an Möglichkeiten für die Herzfamilien, sei es Sommerwoche für Herzfamilien, Feriencamps, Elternwochenenden, Fachvorträge für Familien, aber auch für Pädagogen. 5. Mai ist Tag des herzkranken Kindes und wir versuchen mit verschiedenen Aktionen hier einfach aufmerksam zu machen in Österreich auf die Thematik der Herzkinder. Ein Projekt zum Beispiel dazu ist der Herzlauf, nach dem Motto: Achte auf dein Herz und laufe für meins. Herzkinder Österreich finanziert sich rein aus Spendengeldern und Benefizveranstaltungen ohne öffentliche Subventionen. Es ist so schön zu sehen, wie dieser Zusammenhalt in den Familien da ist, dieses gegenseitig Auffangen, was einfach auch jeden Tag wieder aufs Neue zurückgegeben wird. Für mich war der Beginn in der Arbeit da in der Organisation auch sicherlich dazu da, um meine eigene Geschichte aufzuarbeiten. Der Dank aber, dass es meinem Kind so gut geht, überwiegt natürlich, und diese Dankbarkeit möchte ich einfach jeden Tag bewusst zurückgeben, weil ich weiß, auch mein Weg hätte anders sein können.